Servus YD bei eurem SDAVA und mein Schild hat einen neuen Anstrich bekommen. Die Leute, die jetzt vor mir stehen, ob freiwillig oder nicht, die sehen das jetzt nicht ganz so, aber die Leute da draußen, hier, habe ich mir persönlich machen lassen. Extra für dieses Event hier. Genau, und zwar fang den Steve Pitty. Ich habe ein paar weniger Leute reingenommen, weil ich da vielleicht auch meine Chancen darin sehe, da auch mal in MW3 eine Runde zu gewinnen. Das wäre sozusagen auch das allererste Mal. Deswegen auch die schöne Waffe hier, ihr seht sie. Hm. Sexy. Genau, wer kennt die Regel von euch nie? Ich. Okay, also ziemlich alle. Ja, also ihr müsst mich jetzt fangen mit eurem Schild, ne? Also nur mit dem Schild. Vielleicht auch mit eurem Trophy-System, aber keine Ahnung, wie ihr das anstellen wollt. Ihr müsst mich halt wegstupsen mit dem Schild, ne? Und ich kann halt verwenden, so, was ich will. Und wann ich es will. Und wie ich es will. So, und heute machen wir es mal ein bisschen anders. Aber, ja, da kommen wir dann vielleicht noch später dazu. Und zwar würde ich sagen, ihr dreht euch mal rum, dass ihr dann nicht gleich seht, wo ich bin, ne? So. Ja, dreht euch lieber rum. Alles ehrliche Menschen. Okay, dann geht's los. Mal wieder. Könnt mich fangen. Hm? Was ein rechter Versuch. Ich seh ihn. Wow. Schön, ne? Mann. Du vom Wurfmesser? Nee, das wäre da uncool. Unten der. Immer auf den Typ mit der Schlupf. Oh, filmisch gebumst. Also, klingt blöd, aber. Wo ist er denn? Kommt dann her. Nein, lass den Trophy-System weg. Nein, lass es weg. Ja, also ich hab heute mal vor, ich renn einfach ein bisschen schneller als sonst. Warum rennt ihr alle mir hinterher? Ich bin doch gar nicht besonders. Hilfe! So, wie war das hier mit der Pumpgun? Oh, das ist schlecht. Knappe. Das ist schlecht mit der Pumpgun. Oh. Am Arsch. Ja, am Arsch denke ich mir auch gerade. Zack! Alter. Nicht wirklich jetzt. Ne? Oh, das war auch knapp. Pity Steve, jetzt mal bitte nie mehr. Warum das? Weil ich abgeschossen habe oder wie? Ja, gemessen. Wo ist er hin? Oben. Der ist oben. Fuck! Ja, ich hab doch Chancen jetzt eher. Am liebsten würde ich jetzt einfach mal Wurfmesser draufhauen da. Blockiere und. Also deswegen habe ich die Map ausgewählt, genau deswegen. Weil ich darin meine Chancen sehe. Als Camper. Ah. Wow, knapp. Was ist? Ja, komm, Charlie Sheen. Ich krieg dich. Charlie Sheen, kill ihn. Wo ist er? Jäger, mute dich mal bitte. Danke. Geht wieder ins Haus. Au. Ah, jetzt wollte ich eigentlich sagen. Meine Lautstärke war hochgedreht. Komm hier, jetzt macht euch nass. Also ich finde die Excel an sich geil, auch wenn ich jetzt gerade gestorben bin. Verdammte Axt. Ey, ich schaff das einfach nie hier in der scheiß MW3 mal alle zu besiegen. Meine Fresse hier, ich raste hier aus. Eskalation pur! Verdammt! Häng mal noch eine. So, jetzt sind wir jetzt hier in der zweiten Runde. Und zwar kein Fang, sondern einmal Catch the VIP, wie man es auch nennt. Der der Noke, wie er auch hieß, hat mich ja letzte Runde weggebumst und ist dann sozusagen der VIP der Runde. Mein Team, was hier rechts ist, muss das Team, was hier links ist, zerstören, samt den VIP. Und zwar dürft ihr benutzen das Wurfmesser, euren Revolver. Und vorrangig müsst ihr natürlich den VIP, wie gesagt, beschützen. Ihr dürft aber nicht hinter das Auto, also das Team. Und dürft auch nie weiter als die Mitte mit eurem Schild vorrücken. So, und das Team hinten darf sich natürlich hinter den Blumenkästen verstecken und hin und her.
Gut, die wäre das auch mal geklärt. Also ich glaube, die Erklärung dauert dreimal so lange wie die Runde eigentlich. Deswegen würde ich sagen, let's start it und so. Haut da rein. Dauert. Irgendwie nicht, oder? Ja, es ist leichtes Anstupsen schon von beider Seiten. Ich hab natürlich einen Juggernaut, aber who cares? Oh, ich hab mein eigenes Teammate angeschossen, das ist auch dumm. Nachladen. Ja, die Wurfmesser kommen natürlich geflogen, ist auch geil. Ich hab da auch noch eine allerletzte Lösung, wenn nichts klappt, aber die spare ich mir noch für ja, Ende Mann, auf. Nee. Ach, ich stand hier. Jungs, eine Mauer bauen. Eine Mauer bauen und zwei Schaden oben raus und da fallen sie dann drauf. Aua. Ja, kommt. Baut eine Mauer. Kommt, Jungs. Zwei Fallen über die Kugel. Ja, komm, Jäger. Du kriegst, krieg dich. Das ist sie. Au. Gamecool Shot, sie rette mich mal. Ich bin angegriffen. Ja, kommt, nehmt eure Kniften raus. Au! Verdammte Axt! Der Zügel ist da verdammt unter Deck. Verdammt. Ja, ihr habt eure Taktik gut gewählt da drüben. Ich seh das schon. Regeneration ist aus, geil. Ja, da müsst ihr natürlich aufpassen, ne? Ihr habt zwar Doppelleben, aber Regeneration ist wie gesagt aus, ne? Ja. Courtney. Wurfmesser? Nur ein Hit? Eieieiei. Jetzt muss einer von Leute, macht was! Leute, macht was! Ich hab Angst. Ja. Aua. Irgend so ein Vollspaß macht hier wieder Musik. Wieso leckt das bei mir so stark? Fabio! Nicht über die Mitte. Hart. Also richtig hart. Oh, Steve ist auch hart angehittet. Hab ich gut getroffen. Schon. Ich geh mal raus. Olli! Ja. Komm! Der Renner muss auch noch sein. Da haben wir einen Problem. No cap, du warst. Warte mal, bleib mal stehen, Olli. Irgendjemand atmet in sein Mikrofon? Lass mich leben! Da waren es nur noch drei. Baut ne Mauer! Ja. Beschütze den Noke. Baut ne Mauer! Ich hab Muni, ja, baut Mauer! Schnell, so, nebeneinander. Gut. Wenn ihr noch Wurfmesser macht, nein! Ja! Nein! Gewonnen! Ja, ich wurde eliminiert und da habt ihr sozusagen gewonnen! Richtig! Ja, Leute, da würde ich sagen, die Runde ist leider entschieden. Denoke, sein Team hat gewonnen und ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Oder so, bitte.